Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich wollte euch ganz kurz auf dem Laufenden halten. Die Jobcenter Academy hatte wieder mal eine Medienanfrage vom Fernsehen. Diesmal kam eine TV-Produktionsfirma auf uns zu, die wohl eine Spezialsendung für Sat.1 produziert, in der es um das Thema Bürgergeld gehen soll. Und die wollten das Thema wohl von mehreren Seiten beleuchten und unter anderem auch mit Bürgergeldbeziehern. Ich bin Bürgergeldbezieherin. Über die Erfahrungen sprechen. Gendern tun die wohl noch nicht. Das heißt, fortschrittlich sind die nicht, aber das ist Fernsehen sowieso nicht. Und die sind, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich weiß, viele von euch sind auch noch keine Gender-Fans, aber das werden die bestimmt noch werden. Im Rahmen ihrer Recherche sind sie auf jeden Fall auf den YouTube-Kanal aufmerksam geworden, Jobcenter Academy. Und genau, haben dann gefragt, ob ich Lust hätte, ob ich für TV-Anfragen offen bin und ob ich Lust hätte zu telefonieren. Ich habe dann geschrieben, prinzipiell bin ich offen für TV-Anfragen und Lust zu telefonieren hätte ich auch. Ich möchte aber keine Zeit verschwenden, weil für mich entscheidend sein wird, ob ich vor der Freigabe, vor der Ausstrahlung, ein Freigaberecht habe. Dass das im Fernsehen eigentlich nicht gemacht wird, das war mir auch klar. Die Frage ist aber auch, was wollen wir eigentlich im Fernsehen? Guckt überhaupt noch jemand Fernsehen? Gibt es das noch? Ich habe gehört, Fernsehen ist eigentlich out und over. Das ist so wie mit der Braunkohle. Das gibt es eigentlich nur noch, weil es staatlich subventioniert ist. Ist aber eigentlich am Auslaufen. Oder seht ihr das anders? Auf jeden Fall hat dieser Typ von der TV-Produktionsfirma was super Lustiges geantwortet. Der hat gemeint, diese Anfrage bekommen die öfter und dass sie der aber leider grundsätzlich nicht entgegenkommen können, um die Pressefreiheit zu schützen. Die pressefreiheitlich geschützte Billo TV Harzhetze. Selten so gelacht. Ich finde es ein bisschen traurig, um nicht zu sagen armselig. Und für mich ist da auf jeden Fall der Eindruck schon mal von vornherein bestanden, dass hier nichts auf Augenhöhe produziert wird und auch keine Vertrauensbasis besteht. Und das heißt, ich würde von so einer Zusammenarbeit auf jeden Fall erstmal Abstand nehmen. Ich hoffe, dass das in eurem Sinne war. Ich glaube aber eigentlich schon. Freue mich aber trotzdem auf eure Kommentare, nee, sowieso auf eure Kommentare und wollte das nur mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss.